Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie wenn ihr schon gut seht, habe ich meinen Empfänger eingestellt auf die 402,3 Megahertz und zwar will ich gleich einen Wetterballon empfangen. Ja, hier wird nämlich in Greifswald um 13 Uhr etwa eine Wettersonde gestartet. Das ist gleich soweit. Wir hören jetzt schon ein schwaches Signal. Vielleicht ist die Sonde im Container schon in Betrieb. Jetzt hört man das Sondensignal richtig. Ich weiß nicht, jetzt ist sie vielleicht sogar schon gestartet. Zumindest ist das so eine Weisala-Sonde. Ich glaube, RS-41 heißt das Modell. Und die überträgt die Wetter- und Temperaturdaten, hängt an einem Ballon über Funk im 402 Megahertz-Bereich so grob. Und die fliegt dann mit dem Ballon etwa 3 Stunden. Und dann kann das entsorgt werden. Das heißt, das will niemand wiederhaben. Und vielleicht habe ich irgendwann mal Glück und sowas fliegt zu mir nach Stralsund. Dann werde ich da hinfahren. Und dann kann man das suchen. Und dann ist ja doch mal relativ toll, wenn man so einen Sender mal gefunden hat. Zumindest habe ich keine Möglichkeit, dieses Signal hier zu dekodieren. Aber dafür gibt es eine Internetseite. Ich glaube, die heißt wettersonnen.de. Ja, und da ist ein Empfänger, der empfängt diese Signale, auch dieses Signal aus Greifswald von den Ballons, die dort gestartet werden, und der zeigt da die Daten an im Internet. Ja, und auf diese Seite werde ich jetzt mal gehen. So, hier befinde ich mich jetzt auf der besagten Internetseite wettersonnen.de und hier sieht man die Punkte, die angezeichnet sind. Das sind die Startpunkte, von denen der deutsche Wetterdienst diese Ballons startet. Es ist fast überall der Ballon RS-41. Naja, was heißt der Ballon? Die Radiosonde. Und wenn wir hier auf Greifswald drücken, jetzt sehen wir, hier wurde momentan... Nee, das hier ist die Sonde, die um 0 Uhr gestartet wurde. Hier wird einmal um 0 Uhr eine Sonde gestartet und einmal um 13 Uhr. Meistens fliegen die Ballons rauf aufs Wasser und dann platzen sie in etwa 30 Kilometer Höhe und dann stürzen sie mit dem Fallschirm langsam ab und sind dann auch verloren. Ich weiß nicht, was die für einen Wert haben. Ich tippe so auf etwa 20, 30 Euro die Sender und das wollen die dann auch nicht wieder haben. Da ist ein Zettel dran, dass man den Ballon und das Gerät ordnungsgemäß entsorgen kann und deswegen, ja, wäre es wirklich mal toll, sowas zu finden. Wir sehen schon, es sollte nach Stralsund fliegen. Das ist leider vom Wind häufig ungünstig, aber manchmal passt es. Ja, gestern wurde es um 13.05 Uhr gestartet, die Mittagssonde. Jetzt ist es 13.03 Uhr und angeblich ist noch nichts gestartet, aber ich habe hier ein Signal. Ich weiß nicht, man hört, denke ich, die Rauschsperre geht ja auch auf. Man hört diesen hochfrequenten Ton, auch wenn sehr, sehr schlecht hier aus dem Funkgerät. Ja, und ich werde mich dann auch gleich wieder melden, wenn die Sonde gestartet ist. Wie gesagt, es geht dann relativ schnell hoch, so auf etwa 35 Kilometer Höhe. Dann platzt der Ballon, ja, und dann stürzt es relativ langsam ab. Ja, und über die ganze Zeit werden halt Flugdaten gesammelt. Ja, und ich melde mich dann wieder, wenn diese Wettersonde gestartet wurde. So, es ist nun 13.08 Uhr und wir sehen, es wurde in Greifswald ein Wetterballon gestartet. Er ist momentan auf einer Höhe von 6.800 Meter. Da hat der Empfänger ihn erst empfangen. Ich habe ihn schon deutlich früher empfangen und empfange das Signal auch immer noch. Ist wirklich komisch, warum die den so spät erst empfangen haben. Ja, und zumindest bewegt sich das Ganze im Moment nach vorne mit einer Geschwindigkeit von 21 km/h und er steigt auf mit 6 Meter pro Sekunde. Das finde ich relativ schnell, den Aufstieg. Wir hatten auch schon nach vorne Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Das hängt von der Windgeschwindigkeit ab. Ja, und leider fliegt er nicht nach Stralsund. Habe ich aber auch nicht anders erwartet, aber auch nicht raus aufs Wasser. Wir hören uns jetzt mal das Signal an, was ich empfange. Ja, so hört es sich Indoor-Empfangen an. Man hört, denke ich, schwach diesen hohen Ton, immer wenn die Rauschsperre aufgeht. Ich glaube, 2 von 5 Balken in der Anzeige. Wenn ich rausgehe, dürfte der Empfang minimal besser werden, denke ich. Ja, und genau das ist dieses digitale Datensignal von dem Wetterballon. Und ja, ich werde mich dann nachher wieder melden, wenn der Ballon geplatzt ist. Man kann die Flugbahn bei dieser Internetseite vorhersagen. Da drückt man hier drauf, dann sieht man erstes Mal, wann die Daten das letzte Mal übermittelt wurden. Und dann kann man hier drücken auf Vorhersagen. So, die Daten alle nicht verändern, die setzt er da schon richtig ein. Dann steht da Log Output und da steht dann, der Ballon ist jetzt
befindet sich jetzt momentan hier und A, er soll ziemlich nah an Stralsund landen, in Nähe Gast. Das sieht schon mal relativ gut aus. Wir sehen, er soll hier langfliegen, hier platzen. Ja, leider ist mein Vater mit dem Auto momentan nicht da, deswegen kann man den wahrscheinlich nicht finden. Aber wenn er sich etwas nach rechts bewegt und so in Stralsund landet, leider ist es auch momentan im Wald. Die Voraussage wird natürlich, umso länger man wartet, noch etwas genauer. Vielleicht kann man da mit dem Bus hinfahren. Momentan sieht es allerdings nicht gut aus. Wir gucken nochmal auf die aktuelle Position. Ja, wir sehen, er bewegt sich jetzt mit 48 km/h und ist 7600 Meter hoch, das heißt 7 Kilometer. Bald ist er halb so hoch, wie ein Passagierflugzeug fliegt, also wirklich relativ hoch. Ich empfange das Signal immer noch. Er kommt ja auch immer näher. Ja, und ich melde mich dann nachher, wenn er etwa auf voller Höhe ist, wieder. So, nochmal ein kurzer Zwischenbericht aus etwa 10.000 Meter Höhe. Ja, er bewegt sich weiter nach Stralsund, allerdings sagt jetzt die Vorhersage, dass er etwa hier landen soll, das heißt westlich von Stralsund. Zumindest befinde ich mich jetzt draußen und das Signal ist wirklich relativ stark. Er soll sich jetzt mit 65 km/h mit dem Wind bewegen und das Signal, was ich empfange, hört sich jetzt so an. Ja, wirklich sehr, sehr stark. Ja, ich melde mich dann nachher wieder, wenn er näher gekommen ist. Das Signal wird auch immer stärker. So, nun nochmal zu einer etwas anderen Ansicht, und zwar nicht auf der Internetseite. Und zwar ist das Signal schon wirklich extrem stark geworden, wie wir ja schon an der Anzeige sehen. Und das hört man auch sehr gut, ist wirklich sehr klar. Und ja, so hört sich dieser Ton an. Der klingt wirklich sehr komisch und geht auch ab und zu weg. Ich denke, das soll so sein. Das ist keine Störung, weil bei so einem starken Signal, ja, und der Sender wird betrieben einfach mit 2 AA-Batterien oder mit 4, weiß ich jetzt nicht genau. Also wirklich nichts Besonderes. Es werden ja auch 2 Stück am Tag gestartet. Also darf das nichts sonderlich Teures sein. Und ja, ich bin echt mal gespannt, ob das Signal noch stärker wird oder was genau passiert, wenn der Ballon fast über Stralsund ist. So, ich bin nun draußen und die Sonde ist fast über mir und ich würde sagen, viel stärker wird es auch gar nicht mehr. Das Signal ist am Endanschlag auf der Anzeige. Ja, und es hört sich immer noch relativ schwach an, aber ich denke, das Signal klingt so auf der 402,3. Aber man hört ganz deutlich diesen hohen Ton. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, manche werden den schwerer hören, diese hohe Frequenz. Aber es ist deutlich hörbar, das Signal. Man sieht ja auch an der Signalstärke, das ist diese Sonde auf der 402,3. Andere Sonden kann ich hier nicht empfangen. Ja, und ich bin echt mal gespannt, wo die niedergeht und wann diese Sonde platzt. Nun nochmal kurz ein Blick auf die Karte. Ja, irgendwie hat der seit 7 Minuten kein Signal mehr empfangen, deswegen stimmt die Position natürlich nicht mehr überein, auch nicht die Höhe. Der zeigt hier 13 Kilometer und diese Position, ich denke, er hat jetzt fast die geringste Entfernung zur Stralsund. Ja, und wenn ich mal aus dieser Entfernung nochmal sage, Vorhersagen, ja, wieder alle Daten gleich lassen. Dauert eine kurze Weile. Dann steht hier, dass er fast in Stralsund landet. Ich weiß nicht, es gehört vielleicht sogar zu Stralsund, aber in einem See. Aber so genau ist die Vorhersage nicht. Deswegen, ja, ich bin auch echt mal gespannt hier, ob auf dieser Seite noch was passiert oder ob das hier quasi das Ende war, dass der den nicht mehr empfängt. Vielleicht muss der bloß noch den Empfänger wechseln. Wenn er zu lange kein Signal hatte, wechselt er vielleicht den Empfänger. Zumindest ist bei mir das Signal immer noch total stark, so wie vorhin. Ja, immer noch auf der Signalstärkeanzeige im Vollausschlag. Ja, und ich bin echt mal wirklich gespannt, ob auch hier auf dieser Karte noch was passiert. Der ist hier immer noch an dieser Position, wo er halt seit 9 Minuten ist, solange wie er kein Signal mehr bekommen hat. Und ja. Ja, kein Wunder, dass der den Ballon als tot anzeigt. Hier, der Ballon ist jetzt grau in der Darstellung. Das würde bedeuten, er ist abgestürzt und das Signal ist weg. Das stimmt aber nicht. Ich habe hier immer noch ein super starkes Signal. Das liegt daran, das kann man auch anzeigen lassen. Hier steht, dass er den Ballon über die Station DL1XH11 empfängt. Und diese Station ist viel zu weit entfernt. Die ist nämlich hier bei Lübeck. Hier, das ist diese DL1XH11 Station. Ich denke, ja, jetzt hat er den Ballon scheinbar wieder über diese Station, über die AA111.
Und jetzt scheint er mir jetzt wieder die Position zu melden. Ja, vor 10 Sekunden wurde ein Signal empfangen. Ich weiß nicht genau von welcher Station. Und hier haben wir jetzt nochmal die Position. Ja, ich bin echt mal gespannt, was hier weiter passieren wird. Ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen zerstückelt, aber das geht hier nicht anders. So, es ist jetzt 14.25 Uhr. Ab und zu dringen scheinbar Signalfragmente zu der viel zu weit entfernten Station durch, wie jetzt vor 12 Sekunden, jetzt vor 18 Sekunden, also wirklich relativ selten. Und hier haben wir jetzt die Position des Ballons. Laut Vorhersage soll der gleich platzen. Jetzt ist er noch nicht geplatzt, das sieht man auch an der Höhe. Bei der letzten Übertragung vor 30 Sekunden war er 31 Kilometer hoch, also wirklich Wahnsinn. Und ich finde auch die Reichweite Wahnsinn, denn die Empfangsstation befindet sich, wenn wir rauszoomen, ja, hier bei Lübeck befindet sich die Empfangsstation, also wirklich extrem weit. Na gut, der Ballon ist auch extrem hoch, also dürfte da, denke ich mal, fast freie Sichtverbindung sein. Komischerweise ist bei mir der Empfang deutlich schlechter geworden. Ich habe hier im Zimmer fast keinen Empfang mehr, wenn sich das hier anhört. Es klingt wirklich schlimm und höchstens ein Balken hier drinne. Das weiß ich nicht genau, warum. Ich klicke jetzt nochmal auf Vorhersagen. So, und hier sehen wir nun wieder die Landevorhersage. Und zwar ist es jetzt noch weiter an 4 Morgen herangerückt, was ja wirklich sehr gut ist. Vorhin war es hier an dem See und es ist auch ein bisschen umhergewandert, der vorhergesagte Landepunkt. Wir sehen, vielleicht kommt es noch weiter in die Stadt rein. Das wäre ja sehr gut. Jetzt ist scheinbar vor einer Sekunde nochmal ein Signal durchgedrungen mit der aktuellen Position. 31 Kilometer hoch. Er bewegt sich mit nur 5 km/h und er steigt auf mit 7 Metern die Sekunde. Also ich denke, nach der nächsten Signalübertragung ist der Ballon geplatzt. Das sieht man dann in der Darstellung. Wir können auch nochmal gucken, was deutschlandweit woanders so wetterballonmäßig los ist, und wir sehen, da ist nicht so viel. Hier sieht man, hier ist gerade ein Ballon geplatzt. So sieht die Darstellung dann aus, wenn so ein Ballon geplatzt ist. Die Positionen sind relativ genau, da in der Wettersonde ein GPS eingebaut ist. Finde wirklich erstaunlich, wie man das so günstig hinbekommt. Vor 2 Sekunden ist hier nochmal ein Signal durchgedrungen. Er ist noch nicht geplatzt. Ich mache jetzt nochmal die Vorhersage. So, und hier sehen wir, jetzt ist es wieder gewandert, jetzt ist es auf dem Feld, da war es vorhin schon mal, also die Vorhersage wandert wirklich immer, man kann im Prinzip nur abwarten, wie es dann zum Schluss ist. Vor 13 Sekunden ist wieder was durchgedrungen und ja, ich melde mich wieder, wenn der Ballon geplatzt ist. So, genau nach Vorhersage ist der Ballon geplatzt. Das sieht man hier auch in der Darstellung. Und er befindet sich jetzt über dem Wasser. Angeblich bewegt er sich jetzt mit 89 km/h nach vorne. Und jetzt wird auch häufiger das Signal dekodiert hier von der Internetseite, wie man sieht. Er ist wirklich wahnsinnig schnell. Ich empfange ihn im Moment relativ schlecht. Hier indoor hört sich das Ganze so an, also wirklich relativ schlecht. 70 km/h hat er jetzt und er soll jetzt absinken mit 23 Metern pro Sekunde. Das finde ich relativ schnell. Ich weiß nicht, ob der keinen Fallschirm hat. Da oben ist ja aber auch die Luft relativ dünn. Deswegen nutzt ein Fallschirm dort oben weniger. Und jetzt ist auch der Endpunkt woanders angegeben. Wenn wir hier jetzt mal gucken, soll jetzt der Endpunkt schon hier im Wasser sein, was ich aber stark bezweifle. Ich denke, setz dann gleich noch der Fallschirm ein und dann wird der trotzdem noch weiter Richtung Stralsund gehen. Also da bin ich echt mal gespannt. Er ist ja jetzt immer noch auf 31 Kilometer Höhe, wirklich noch wahnsinnig hoch, fast 3-mal so hoch wie ein Passagierflugzeug. Na, nicht ganz, aber fast 3-mal so hoch und der bewegt sich relativ schnell. Der fliegt jetzt auch Kurven. Also das kann man jetzt wirklich kaum vorhersagen, was hier jetzt noch passiert. Ja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn er so auf einer Höhe von etwa 10.000 Meter ist. So, es ist jetzt 15.54 Uhr, das heißt fast 3 Stunden nach Start des Wetterballons und es wurde eine Höhe von 2925 Metern empfangen und zwar über Zingst und da sieht man wirklich, wie falsch eigentlich diese Voraussage liegen kann.
Nur zur Erinnerung, es wurde gesagt, der Ballon soll hier bei Stralsund hier bei 4 Morgen landen und er ist bei Zingst gelandet. Also es ist wirklich ein extremer Unterschied. Naja, so genau kann aus der Entfernung scheinbar die Vorhersage doch nicht sein. Zumindest, ich denke, das war das letzte Signal bei dieser Höhe, die von dieser weit entfernten Station empfangen werden konnte. Ich empfange den Ballon noch und ich denke, er wird ins Wasser stürzen. Jetzt ist das Signal weggegangen. Eben hatte ich... Nee, hier hört man es. Es wird immer schwächer, das Signal. Also ich denke, bald stürzt der Ballon ins Wasser. Jetzt dürfte die Vorhersage etwas genauer sein, wenn hier jetzt sagt Vorhersagen. Dann steht hier, dass er knapp ins Wasser stürzen soll. Das muss natürlich nicht so genau stimmen. Zumindest melde ich mich vielleicht nochmal wieder, wenn das Signal weg ist. So, jetzt um 16.10 Uhr ist das Signal endgültig weg. Egal wie man den Empfänger dreht, es kommt hier nichts mehr. Ich denke, der Ballon ist jetzt endgültig ins Wasser gestürzt oder er wurde von jemandem auf Zingst mitgenommen. Aber ich denke, er ist ins Wasser gestürzt. Das hätte auch gepasst. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!